herzliches Grüß Gott allen Zusehern zu unserer neuen Ausgabe von Liesingtal Plus. Wir haben uns wieder in der Region und darüber hinaus umgesehen und einige interessante Berichte der letzten 14 Tage für Sie zusammengestellt. In unserem ersten Beitrag geht es um das Buch der Bücher und dieses Buch führte uns nach Kammern, wo unter dem Titel Expedition Bibel vieles um und über dieses Buch in einer Ausstellung zusammengetragen wurde. Die Bibel oder Heilige Schrift ist wohl die wichtigste religiöse Textsammlung im Juden wie auch im Christentum. Sie gilt allen Gläubigen als göttlich inspiriert und dient als Orientierungsmaßstab im religiösen sowie kulturellen Leben. Im Heimatsaal in Kammern fand kürzlich eine Eröffnung rund um die Bibel statt. Grundsätzlich heißt die Ausstellung Expedition Bibel. Es geht um das Land, es geht um all das, was die Bibel auch ausmacht. Der Name Bibelausstellung würde bedeuten, dass man hier Bibeln sieht. Das ist wohl auch der Fall, aber nur ein sehr kleiner Teil der Ausstellung. Es geht wirklich um Kultgegenstände aus dieser Zeit. Die Ausstellung lädt ein zum Begreifen, zum Verkosten, zum Riechen, zum Trinken. Das ist, glaube ich, das viel Wichtigere, die Bibel einfach zu erleben. Der Bibelreiter. Es ist so viel wie der Spitzen um den alten Wurzelgraber Josel, der narrischerweise eine steirische Bibel geschrieben hat. Johannes Silberschneider las bei dieser Eröffnungsfeier einiges zum Thema Bibel und gab den Besuchern reichlich Anlass zum Schmunzeln. Und jetzt könnt ihr euch denken, wie alt den alten Wurzelgraber seine alte Bibel gewesen ist. Ja, und wie das halt alles miteinander so hischt, alt ist, da kommt man vorne, ein alter kriegt es den auch noch dazu und fragt den alten Wurzelgraber, wo er denn seine alte Bibel hat. Die Bibel, meine Bibel, sagt der Wurzelgraber. Ja, die wird etwa nicht weit sein, braucht leicht herum noch einen Trost. Ja, das ist nicht, sagt der Gerichtsdiener. Ich bin da, weil ich die Bibel wegnehmen muss, weil die geistliche Obrigkeit hat die alten Bibeln verboten. Es geht um die Bibel. Wie ist es zu dieser Ausstellung gekommen? Ja, schon lange haben wir immer wieder darüber geredet und gehört, dass es diese Ausstellung gibt über die Bibel. Und schließlich und endlich ist es uns dann ein Anliegen gewesen, dass wir diese Ausstellung dann nach Kammern holen. Und vor allem, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir uns wieder mehr mit dem Wort Gottes, mit der Bibel auseinandersetzen. Bei dieser Ausstellung ist aber nicht nur die Bibel anzutreffen, sondern es sind sehr viele christliche und darüber hinaus Symboliken. Ja, natürlich. Auch die Bibel ist ja, wenn man vor allem ans Alte Testament denkt, auch ein Geschichtsbuch, nicht? Man sieht also, dass Gott in die Geschichte des Menschen eingreift und Gott durch die Geschichte führt. Dadurch ist natürlich auch viel anderes und vor allem auch das Umfeld der Bibel auch hier zum Sehen und zu riechen, zu schmecken, ja, zu erkennen. Und wie ist man zu den Exponaten gekommen? Das geht über das Bibelwerk von Linz. Die haben die Ausstellung schon sehr lange und die haben uns diese Exponate auch zur Verfügung gestellt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Malia Zwor, die mit ihren Liedern auch ein wenig zum Nachdenken anregten. Aber es ist ja eine Bibel, die sehr stark im Vordergrund steht. Wir haben in unserem Tal den großen Segen der Bersteiner Bibel, Bastorner Bibel aus Wald am Schoberpass, die auch am Eröffnungsabend präsentiert wurde. Eine der ältesten Bibeln hier im Tal, eine Übersetzung von Martin Luther. Wir wissen, in Wald am Schoberpass gab es und gibt es immer noch viele evangelische Christen. Und diese Bibel ist am Ausstellungsabend auch zu sehen gewesen. Sie ist uns zu wertvoll, dass sie immer hier liegt. Ein Schaubild und eine Erklärung wird in der ganzen Ausstellung zu sehen sein. Und wenn du schon einmal betest, dann gackerst du nicht daher wie irgendwelche Bloßlässigen. Weil die glauben nämlich, dass der Leiberreißen beim Herrgott uns nur recht viel reden. So sollst du es also nicht machen. Weil der Himmelvater weiß ja eh, was willst, nur bevor es noch geht's drum. Dazu soll ich lieber derer Ort beten. Hört's mir zu. Vater, für uns alle hier oben im Himmel, auf dich lass mir nichts kommen. So wie es das du dir vorstellst, tut das bald werden. Ist das du willst, soll's geschehen. Bei uns herum auf der Welt, gerade so wie bei dir oben im Himmel.
Schau bitte drauf, dass wir jeden Tag was zaubern kriegen und drucken ein Auge zu, wenn wir eine kleine Zunge haben. Gerade so, wie wir nicht mehr von dem reden wollen, was uns die anderen unter haben. Und lass uns nicht einfahren mit irgendeiner Linken. Ich hoffe, die haben alle Linken, ob uns geht. Einer, der selbst sehr viel mit Ausstellungen zu tun hat. Welche Eindrücke gewinnt man, wenn man so eine Ausstellung besucht, wie hier, diese Bibelausstellung? Das ist interessant, weil die Bibel ja ein sehr altes Buch ist und gerade biblische Geschichte uns fast 2000 Jahre her beeinflusst hat. Im ganzen Brauchtum, im ganzen Denken rundherum und so weiter. Die kirchlichen Gebräuche spielen ja sehr viel mit der Bibel. Dann viele Ausdrücke, die man oft so verwendet, Himmel, Herrgott, Sakrament oder Kruzifix und so weiter, die kommen natürlich alle aus biblischen Bereichen und die verwenden wir sehr. Und wenn man bedenkt, dass auch unser Zivilleben da beeinflusst wird, denkt man an die Taufe, um den Menschen sozusagen von den Sünden frei zu waschen, denkt man an den Hochzeitsaltar, gell? Oder Beerdigungszeremonien, spielt mehr in unserer Rolle, auch wenn man gar nicht so gläubig ist und umschätzt. Aber es hat uns viel mehr im Griff, diese Glaubenssituation, dass man denkt. Deswegen haben wir diese Ausstellung da, wo vieles besprochen wird, vieles zu sehen ist aus dieser Zeit von damals. Und nachdem wir bis zum heutigen Tag das eine Krisensituation drum auch ist, denkt man auch an diese biblischen Gegenden mehr. Lasst uns jetzt aufstehen. Die Ausstellung ist noch bis 16. Juni täglich von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr zu besichtigen. Weiter geht es nun mit einem Jubiläum. Der Österreichische Kameradschaftsbund feierte in St. Michael sein 150-jähriges Bestehen. Viele Gäste sind dieser Einladung gefolgt und auch wir von Liesingtal Plus durften dieses Fest mit unserer Kamera begleiten. Marsch! Es sind leider immer wieder Kriege, die Kameradschaften festigen. Die meisten Krieger- und Veteranenvereine entstanden nach den Schlachten von 1866 bei Königsgrätz und Custoza. Lag der Schwerpunkt der Vereine zunächst noch der Versorgung der Invaliden und Hinterbliebenen, widmeten sie sich schon bald den gefallenen Gedanken. Wir, der Kameradschaftsbund, sind verpflichtet, dass wir eben die Heimkehrenden damals, jetzt da Gott sei Dank, haben wir lange keinen Krieg mehr und ich hoffe nie wieder Krieg. Aber damals sind die heimkehrenden Soldaten dementsprechend versorgt worden mit Kleidung, Essen und Schlafmöglichkeiten. Der Kameradschaftsbund St. Michael feierte kürzlich sein 150-jähriges Bestehen und konnte zu diesem Festakt viele Kameraden und Vereine begrüßen. Bereits ab 7 Uhr trafen nach und nach die einzelnen Verbände und Ehrengäste am Vorplatz der Mittelschule St. Michael ein. Musikalisch begrüßt wurden sie durch die Marktmusikkapelle. 150 Jahre Kameradschaftsbund hier in St. Michael, ein schönes Fest, glaube ich. Ja, eine sehr große Veranstaltung und da möchte ich auch unserem Kameradschaftsbund gratulieren, eben dem Obmann Siegfried Wildling dazu und natürlich den Ehrenobmann, den Festobmann, der diese Veranstaltung organisiert hat, Friedrich Leunig. Also es passt wirklich alles zusammen, sogar das Wetter haben sie mitorganisiert, also strahlender Sonnenschein und als Bürgermeister kann man sehr stolz sein, wenn man so einen Verein in der Marktgemeinde hat. Und ich glaube, Kameradschaft ins Bewusstsein zu rufen, ist gerade in Zeiten wie diesen auch sehr wichtig und auch für eine Gemeinde. Genau, gerade in Zeiten wie diesen, drum bin ich auch sehr stolz, dass Sie eben diese Mahnmale pflegen in unserer Gemeinde und natürlich auch das in das richtige Licht rücken, dass wir das in Zukunft nicht mehr brauchen, Kriege nicht mehr brauchen, denn wir brauchen auch kein weiteres Grab auf unserem Soldatenfriedhof. Wo sind denn heute so die Aufgaben des Österreichischen Kameradschaftsbundes?
Wir sind dazu beauftragt, dass wir eben, so wie bei uns in St. Michael, die Mahnmäler dementsprechend pflegen und hegen. Das ist unser Soldatenfriedhof, das ist unser Mahnmal, das ist das Rutenendenkmal und der Gedenkstein von der Franzosenschlacht 1909. Und auf jeden Fall immer wieder die Krankenbesuche, die Geburtstagsbesuche und wenn es notwendig ist, auch mittels Geldmittel auszuhelfen. Am Sportplatz folgt eine Begrüßung durch den Ehrenpräsidenten Friedrich Leunig und nach der Bundeshymne und anschließender Abschreitung der Front wurden die Wimpel als Gastgeschenk durch die Fahnenpatinnen übergeben. Nach dem Abmarsch der Ehrengäste mit der Landesfahne vorbei am Mahnmal fand die Begrüßung der Festgäste im Volkshaus statt. Wie zufrieden ist man mit der Veranstaltung? Weil ich glaube, man hat ja gesehen, es haben ja viele Kameradschaftsbünde aus der Steiermark und darüber hinaus an diesem Ehrentag teilgenommen. Ich habe bei meiner Begrüßung schon die Dankesworte an die Ortsverbände dementsprechend erwähnt. Ich bin sehr überrascht und erfreut vor allem, dass so viele zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Und wenn man dann hineinschaut und die lachen, die Kameraden lachen und das ist Kameradschaftspflege einfach. Und natürlich werden wir als Ortsverband auch zu anderen nachher feiern hinfahren. Die, was zu uns gekommen sind, dort fahren wir auch hin. Ja, der Präsident des Steiermärkischen Kameradschaftsbunds. Wie schaut es generell um den Kameradschaftsbund in der Steiermark aus und in Österreich? Also der österreichische und vor allem der steirische österreichische Kameradschaftsbund lebt. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wenngleich auch natürlich jetzt die Jahrgänge etwas in das Alter kommen, wo dieses Ausrücken jetzt nicht mehr so ist. Aber wir bemühen uns zusehends, dass wir junge Leute zu unserem ÖKB dazu bekommen. Ja, 150 Jahre Kameradschaftsbund wird hier gefeiert in St. Michael. Ich glaube, Kameradschaft ist für einen Ort generell sehr wichtig. Ist ganz wichtig, der Kameradschaftsbund wurde ja gegründet, damit hier sich Menschen treffen, die schlimme Kriegserlebnisse gehabt haben und sie austauschen haben können. Aber die Bedeutung heute ist umso wichtiger. Warum? Weil diese Menschen sind gestorben und wir brauchen auch Institutionen, die hinweisen, wie wichtig Frieden ist und wie schrecklich hier Kriege sind. Und für das steht der Kameradschaftsbund mit seinen Kriegerdenkmälern, mit seinem Wirken, damit man wirklich für den Frieden auch auftritt. Und wenn man zu solchen Veranstaltungen kommt, welche Eindrücke nimmt man da mit? Also ich bin begeistert und stolz, heute dabei sein zu dürfen. Erstens einmal so viele Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden des Kameradschaftsbundes zu treffen und dann so ein tolles Programm und vor allem ein Wirken in unseren Gemeinden draußen im Einsatz für den Frieden. Einfach aufrichtiges Vergötzgott jeden Einzelnen für sein Wirken. Unsere Kaiserfahne. Es folgte die Verlesung der Chronik und eine Ehrung verdienter Funktionäre durch den Präsidenten Peter Rieser. Wie stark ist denn das Interesse der Jugend, Kameradschaft zu pflegen? Da ist der St. Michael hat da natürlich einen Vorteil. Wir sind der stärkste Ortsverband im ganzen Bezirk und ca. 50% von uns sind unter 40 Jahre, weil wir eben viel Sport betreiben auch und man bekommt die Kameraden oder die Jugend erst zuerst mit Sport dazu und ungefähr nach 5 Jahren marschiert er auch wieder mit dann zum Totengedenken jährlich. Nach dem Wortgottesdienst und den Grußbotschaften endete mit der Meldung des Kommandanten an den Präsidenten der Festakt und man ging mit Musik und Tanz zur Kameradschaftspflege über. Nach 2 Jahren Postbus-Shuttle Liesingtal zog man bei einer Pressekonferenz in Kammern eine erfreuliche Zwischenbilanz. Das Liesingtal hat seit Mai 2022 einen Postbus-Shuttle, der kürzlich Jubiläum feierte. Der Mobilitätsservice der 4 Gemeinden Wald am Schoberpass, Kallwang, Mautern und Kammern verzeichnet großen Zuspruch. Besonders abgelegene Regionen wie Seitentäler oder Gräben profitieren hier am meisten davon. Bei einer Pressekonferenz wurde über die Wichtigkeit, aber auch über die Schwierigkeit zu Beginn dieses Projektes diskutiert.
Das war am Anfang typisch für diese ländlichen Regionen eher schwach nachgefragt. Aber normalerweise sagt man beim Mikro-V, man hat eigentlich ein halbes Jahr Hochfahrkurve. Das hat sich auch da bewahrheitet. Mittlerweile haben wir eine Fahrgastzahlenauslastung ohne Ende. Ja. Das heißt, wir kommen eigentlich so weit hin, dass wir sagen, wir können jeden Einwohner vom Liesingtal einmal im Jahr transportieren. Ja, es war zuerst schon mal, wie kann man es bestellen mit der App und. Es war natürlich schon Informationsarbeit nötig. Und was auch dankenswerterweise passiert ist, die Mundpropaganda, auch die Vereine haben sie mit eingebunden. Und jetzt, das kann man so stark vertreten mit den Fahrten, dass man sagt, ja, da haben wir einen guten Treffer erzielt. Ja, es ist natürlich immer, wenn man so ein Projekt startet, muss man mal davon ausgehen, dass es nicht von Haus aus läuft. Und so hat man es auch gesehen, die ersten Monate waren sehr zart, wenn man das so sagen kann, weil wirklich ganz wenig Fahrgastzahlen waren, obwohl das schon beworben worden ist. Aber dann haben wir in Tarif umgestellt, durch das Einwirken von uns Bürgermeister haben wir in Tarif umgestellt, also Postbus Shuttle ist immer auf unsere Forderungen mit eingegangen, die Zeiten haben wir ein bisschen verändert und man sieht das jetzt schon, dass es von der Bevölkerung angenommen wird. Und man hört es auch immer wieder, es ist ein tolles Projekt, es wird immer mehr genommen, die Fahrgastzahlen steigen. Und ich hoffe, das geht also weiter und es schaut also aus, dass so weiter geht's. Eine Fahrt vom Kammerner Marktplatz nach Wald am Schoberpass zum Freizeitsee kostet nur einen Anruf oder eine Bestellung über die Postbus Shuttle App. Und dabei bleiben die Kosten sehr überschaubar. Wir richten uns dann nach dem öffentlichen Verkehrstarif. Wir wollen so günstig sein wie der öffentliche Verkehr, ja, und akzeptieren auch Zeitkarten und Klimatickets. Das heißt, sollte man eine Zeitkarte, Klimaticket oder eine Vereinsmitgliedschaft im Liesingtal haben, kostet mich die Fahrt nur 50 Cent. Ja, wir sind überaus glücklich, froh und dankbar, dass es auch gut angenommen wird. Es war ja für uns auch irgendwo ein Unsicherheitsfaktor, wie wird es angenommen. Aber es sind so große Steigerungen. Man sieht, dass wir da richtig gelegen sind, wenn man gesagt hat, probieren wir es. Und die Fahrgäste sind zufrieden. Das merkt man aufgrund der großen Steigerungen. Und vor allem, glaube ich, die Preissituation ist auch wichtig. Und zusätzlich dabei, nicht nur, dass wir als Gemeindekammer mit 11 Ortsteilen mit 33 Haltestellen eigentlich die Bevölkerung fast vor der Haustür abholen können, sondern es ist wichtig, dass Schulkinder auch von Trofeiach, die was lang warten müssten, von Eisenerz kommend und keinen Anschluss nach Kammern haben, abgeholt werden. Das heißt, es ist eine Erleichterung für Eltern oder Großeltern. Man erspart, was auch wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit, CO2. Also wir machen auch was für den Klimaschutz und ältere, nicht mobile Leute können, ob jetzt ins Geschäft, damit lebt die Nahversorgung, oder in die Kirche, zu einem Dienstleister, zum Friseur, also Kaffeehaus, Gasthaus fahren. Also ich glaube, das ist wichtig, das miteinander zu leben und aufgrund dessen, dass es mit den Gemeinden durchs Liesingtal jetzt so gut funktioniert und die Steigerungen dabei sind, glaube ich, haben wir einen Zwölfer damit erreicht. Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Anlass mit 2 Jahren Postbus-Shuttle, weil es ein wichtiges Projekt ist, eben die Mobilität bei uns in der Region zu erhöhen. Und wie man jetzt auch gesehen hat, bei uns zum Beispiel, wenn ich heute am Schoberbus hernehme, man hat da gesehen, wie die Fahrgastzahlen in den letzten 2 Jahren gestiegen sind. Und es ist ja ganz wichtig, dass jetzt die Leute den öffentlichen Verkehr oder das Postbus-Shuttle auch nutzen, die was früher fast nur zu Hause geblieben sind oder dreimal überlegt haben, ob sie mal hinfahren. Und allein durch das hat das schon sehr, sehr viel gebracht bei uns. Wo glaubst du, geht der Trend hin? Naja, dadurch, dass die Flexibilisierung immer wieder gibt und die Leute immer flexibler sind, die Wege werden länger, Leute wohnen weit abseits von Ortskernen, wird es diese Flexibilisierung auch in Zukunft brauchen. Also mit anderen Worten, der ländliche Raum wird zersiedelter, die Daseinsvorsorge ist etwas ganz Wichtiges und da hilft das Postbus-Shuttle. Befördert Personen von weit entfernten Orten in Zentralräume, in Stadtkerne und stärkt auch damit in Wahrheit die Ort und die Ortsstruktur. Mikro-ÖV ist sicher ausbaufähig in meinem Ort. Also wir im Mautern werden den Vertrag nicht verlängern. Wir sind nicht so zufrieden. Es sind einige Bereiche, zum Beispiel in Kammern, da wird es besser angenommen, was die Schüler betrifft, noch durch Feiach. Ich kämpfe dafür, dass die S-Bahn verstärkt ausgebaut wird, dass wir wirklich die Nebenbahnen zu der neuen Südbahnstrecke, damit wir nicht am Weg bleiben, ausgebaut werden, der Takt erhöht wird. Das ist wichtig in Zukunft. Und das ist auch wichtig für den ländlichen Raum, dass wir mithalten können mit der ganzen neuen Südbahnstrecke. Finanziert wird das Ganze ja quasi fast ausschließlich nur von der Gemeinde, ist ein schwieriger Kostenfaktor. Wird es in Zukunft für dieses Projekt auch noch Geld übrig sein? Ja, es ist so, dass wir das gestartet haben. Zuerst hat es Zuschüsse gegeben von Seite des Landes. Das ist in den letzten Jahren leider nicht mehr passiert. Aber wir haben uns jetzt geeinigt als Bürgermeister, dass wir das weitertragen. Wir sind auch dabei, Nachbargemeinden, die was noch nicht dabei sind,
hier zu motivieren. Und das laufen die Gespräche sehr positiv. Damit glauben wir, dass wir den Kostenfaktor vielleicht für die Gemeinden ein bisschen reduzieren können. Aber auf der anderen Seite muss uns ja das, was wir gerade angesprochen haben, auch was wert sein. Behinderte Menschen zu transportieren, ältere Menschen zu transportieren, CO2 einzusparen, Klimaschutz zu leben. Ich glaube, das ist wichtig. Mobilität am Land wird immer wichtiger, zumal man in der Steiermark kontinuierlich auf öffentliche Verkehrsmittel setzt. Ob das Projekt Postbus Shuttle im Liesingtal auch in Zukunft wächst, bleibt abzuwarten. Nach den Müttern waren jetzt am 9. Juni die Väter an der Reihe. Seit 1955 wird am zweiten Sonntag im Juni der Vatertag als Festtag gefeiert. Der Bürgermeister der Marktgemeinde St. Michael lud daher alle Väter zu einem zünftigen Grillnachmittag auf die Murinsel. Und viele Väter waren dieser Einladung gefolgt. In St. Michael gab es den Vätern zu Ehren auf der Murinsel eine zünftige Grillerei, die sich, wenn auch nicht optimales Wetter herrschte, dennoch guten Zuspruch fand. Herr Bürgermeister, heute das Wetter leicht verhalten, ein bisschen mit Regen, aber das gibt der Veranstaltung keinen Abbruch. Was haben wir heute? Ja, wir haben heute den ersten Vatertags-Barbecue der Marktgemeinde St. Michael. Ich habe gesagt, wir probieren einmal was Neues, um unsere Murinsel zu beleben. Wir haben natürlich strenge Sicherheitsvorkehrungen, weil wir haben ja da eigentlich Grillverbot, aber wir haben mit Gasgriller und vielen Feuerlöschern vorgesorgt. Das hat ja die Feuerwehr vorher eine Abnahme gemacht, dass das alles passt. Und ich glaube, das Wetter gibt der Veranstaltung. Also wir brechen sicher nicht ab und ich glaube, das Wetter wird auch besser, ja. Die Leute, sieht man, sind fest hungrig, wird gut angenommen. Wir hoffen noch ein bisschen auf mehr Besucher, oder? Ja, ich habe schon gehört, dass mehr Besucher kommen werden. Also werden wir schauen, wir werden ein paar mehr Zelte aufstellen natürlich. Und dann werden wir der Veranstaltung natürlich bis in den späteren Abend hinein feiern, den Vatertag, jetzt im Vorfeld natürlich. Und es wurde fröhlich gefeiert und die Väter ließen sich trotz Regen Koteletts und Würstel schmecken. Es gibt sie wild und gezüchtet. Und neben ihrem betörenden Duft ist sie auch immer noch das Symbol der Liebe. Es geht um die Rose. Am 12. Juni wird ihr zu Ehren der Tag der Roten Rose gefeiert. Seit der griechischen Antike wird sie auch als Königin der Blumen bezeichnet. Einiges rund um diese edle Blume erzählt uns der in St. Barbara im Mürztal ansässige Gartenbauexperte Gernot Kubert. You are the type that eclipses the room. Die Wissenschaft von den Rosen wird als Rhodologie bezeichnet. Rosen werden seit mehr als 2000 Jahren als Zierpflanzen gezüchtet und aus den Kronblättern wird das Rosenöl, ein wichtiger Grundstoff der Parfümindustrie, gewonnen. Auch werden zu Ehren berühmter Persönlichkeiten immer wieder spezielle Rosenarten gezüchtet, die es unter anderem in Volksgarten in Wien zu bestaunen gibt. Wir feiern am 12. Juni den Tag der Rose. Welche Bedeutung hat die Rose überhaupt noch? Die Rose ist und bleibt die Königin der Blumen. Speziell im Garten bereichert sie jedes Blumenbeet und hat natürlich jetzt ihre Hauptblütezeit im Juni. Es gibt extrem viele verschiedene Rosensorten. Ein Trend geht momentan eher zu diesen einfach blühenden Rosen mit diesen offenen Blüten. Ist eben insektenfreundlicher, da kommen die Bienchen wieder gut dazu. Und es gibt es auch in ganz, ganz tollen verschiedenen Farben. Und Schnittblumen oder überhaupt Rosen züchten, also Sträucher? Natürlich beides möglich. Nichts ist schöner, als wenn man jetzt eine frische Gartenrose sich aus dem Garten schneidet und zu Hause in der Vase einfrischen kann. Alleine der gute Duft bereichert den Wohnraum. Ein Tipp vom Gartenbau Kubert, was kann man tun, dass sie lange halten, wenn man sie wirklich einmal runterschneidet?
Eine Schnittblume, ganz wichtig, nicht zu lange lagern, frisch runterschneiden und sofort wieder einfrischen. Ist Vasenwasser bitte alle 2 bis 3 Tage wechseln und ein frisches Wasser geben und den Anschnitt neu machen. Wenn man jetzt da Rosen züchtet, eine Rose im Garten hat, einen Rosenstrauch, Pflege, auf was sollte man da achten? Das Wichtigste ist einmal der Standort. Die Rose braucht einen sonnigen Standort, einen schönen luftigen Standort. Beim Boden ist sie nicht so heikel. Ein guter, durchlässiger Boden reicht ihr schon. Und dann bei der Pflege, man sollte halt jetzt aufpassen, es kommen halt gern die Läuse drauf, aber da gibt es einfache Ausmittel, einfach runterspritzen oder eben stärken mit Pflanzenstärkungsmitteln, hilft da schon mal ganz gut. Gut gepflegter Rosenstrauch, wie lange kann der halten oder wie lange kann man da eine Freude haben dran? Ich glaube, der älteste Rosenstock, der ausgesetzt ist, ist mehrere 100 Jahre alt. Also man kann sehr, sehr lange Freude haben damit. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Alle, die einen Rosengarten bereits ihr eigen nennen, werden sicher den Duft, den diese Blume versprüht, zu schätzen wissen. Was ist so der Mythos der Rose? Ja, die rote Rose hat sich halt als Blume der Liebe herauskristallisiert, ist und bleibt sie, glaube ich, noch immer. Ja. Für alle, die verliebt oder sich immer schon in den Anblick und den Duft der Rose verliebt haben, wäre selbst Rosen zu züchten sicher eine schöne Idee. Wir bleiben beim Thema der Düfte. Viele Kulturen rund um den Erdball verwenden für ihre Riten geweihten Rauch, kurz gesagt Weihrauch. Nur was versteht man unter Weihrauch? Wenn Sie jetzt an den Duft zur Advent- und Weihnachtszeit denken, dann liegen Sie falsch. Alles rund um das Räuchern und was es mit dem geweihten Rauch auf sich hat, gab es bei einem Extra-Vortrag zur Bibelausstellung in Kammern vom Kräuterpfarrer Mario Brandstätter zu erfahren. Der Weihrauchduft ist das luftgetrocknete Gummiharz, das von den verschiedenen Boswellia-Arten gewonnen wird. Als Weihrauch bezeichnet man eigentlich jede Form von aufsteigendem Rauch, der einfach nur geweiht sein sollte, und das könnte auch ein Stück Holz sein. Bei uns hat sich aber der Begriff Weihrauch auf den zur Advent- und Weihnachtszeit etablierten Duft festgesetzt. Es gibt aber viele Harze und Kräuter, die es wert sind, ausprobiert zu werden. Ja, es geht hier heute bei einem Vortrag um Düfte. Was kann man eigentlich so rund um Düfte überhaupt erzählen? Sehr vieles. Die Beeinflussung der Düfte auf die Psyche, auf das menschliche Leben überhaupt. Und hier bei der Bibelausstellung geht es um tausende von Jahren Menschheitsgeschichte. Und die Düfte im Orient sind natürlich ein Wahnsinn, weil die gehören alltäglich dazu. Was man im Westen ein bisschen abgestumpft hat, das versuchen wir mit Chemie ein bisschen nachzuholen, was im Orient alltäglich benutzt wird. Was gibt es denn da so im Speziellen für Düfte, die erzeugt werden, oder für Pflanzen, die man dazu verwenden kann? Natürlich, ich bin der Weihrauchpfarrer natürlich als Experte für Räucherstoffe. Natürlich, das sind die verschiedenen Weihraucharten und die verschiedenen Räucherstoffe, die es im Orient gibt. Aber natürlich auch die Eigenheiten, was Familien selbst herstellen für einen Hausbrauch. Bochur zum Beispiel, was jede Dame selbst herstellt. Das typisch orientalische im Duft, um jeden Tag zu beduften, zu desinfizieren, zu parfümieren. Und natürlich die Salböle. Das ist eine Tradition, die wir nur von Salben können, von Salben her kennen, wenn es um Schutz geht oder um Heilung geht oder Kosmetik. Und dort gehört das Salben zum Alltag genauso dazu. Während heutzutage viele beim Räuchern unmittelbar an Kirche und Weihrauch denken, waren es zu Großelterns Zeiten meist heimische Kräuter, Gewürze und Baumharze, die zu traditionellen Festen als Räucherwerk dienten. Gibt es spezielle Momente, da würde das Räuchern auf den menschlichen Organismus sich positiv auswirken?
Wie gesagt, wir machen dieses Alltag. Das ist für uns Westler ja eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ich glaube, wer fein hinspürt, merkt sich, was der Körper braucht. Für manche ist rituell bei uns um die Weihnachtszeit herum, wenn es kalt ist, wenn man eingeschlossen ist, dass man diese dicke Luft reinigt und parfümiert und dann in die Stimmung kommt. Oder zum Beispiel kennen auch andere, kennen wirklich nicht wenige Personen, die auch das ganze Jahr über räuchern. Und zum Beispiel, ich habe in meiner Sammlung 400 Sorten. Also da kann man sie dann ein bisschen variieren. Jetzt brauche ich etwas was Feierliches, etwas Besonderes, etwas Beruhigendes bis in die Psyche hinein. Also da ist eine Bandbreite. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt, findet man seinen Duft, seinen Rauch oder seine Räucherpflanze. Ich versuche in meinen Vorträgen, die Leute zu animieren, selber auf das Riechen Acht zu geben, auf sich Acht zu geben und dann das Richtige zu entscheiden. Nicht nur, weil es wer gesagt hat, sondern weil es ich empfinde, dann ist es richtig. Reinigung der Luft, gute Energie, aber auch Ruhe und Entspannung sind nur einige der Merkmale, die mit dem richtigen Räuchern erzielt werden sollten. Im Orientalischen haben sie gesagt, ist es schon Brauch, aber es gibt ja bei uns ja auch viele Pflanzen, die man räuchern kann. Naja, das ist die uralte Tradition, dass wir unter Weihrauch kaufen. Das hat es über tausende von Jahren nicht gegeben in Mitteleuropa. Das haben wir auch nicht einmal gewusst. Unsere Kultur sind natürlich die ganzen Kräuter, eigentlich alles, was die Natur hergibt, von den Wurzeln bis zu den Blüten. Und das ist eine uralte Tradition, was wir eh haben. Also von den uralten Räucherpflanzen, von Wacholder über den Salbei, nur die Klassiker zu nehmen, bis zu den natürlich Harzen, die wir schon haben. Aber natürlich ein Unterschied zur Qualität, zum klassischen Weihrauch, den wir so kaufen, gibt es natürlich. Bei diesem Vortrag wurde altes Brauchtum neu entdeckt und da es beim Räuchern viele Varianten gibt, konnten die Besucher einiges über ein gelungenes Räuchern zu Hause erfahren. Und nun ein Hinweis. Vom 10. bis 21. Juni findet in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten die größte Übung des Bundesheeres seit 10 Jahren statt. Mit der Übung Schutzschild 24 soll der Fokus auf die militärische Landesverteidigung gelegt und das gemeinsame Training bei Berufssoldaten, Milizsoldaten sowie Grundwehrdienern gestärkt werden. Mit internationaler Beteiligung aus Deutschland, Schweden, Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro werden an die 7.500 Soldaten und Zivilbedienstete an der Übung teilnehmen. Zusätzlich wird diese Übung mit einer zweiten Übung der European Advance 2024, kurz EURAD, vernetzt. Diese zweite Übung dient zur Zertifizierung und Vorbereitung auf die erweiterte EU Battle Group im Jahr 2025. Also wenn Ihnen in der Region Soldaten begegnen sollten, keine Angst. Es wird nicht scharf geschossen, sondern es handelt sich dabei nur um eine Übung. In unserer Reihe Astrologie wird es diesmal für den Krebs interessant. Diplom-Astrologin Elisabeth Werdl gibt Einblicke, was das Jahr für sie so bereithält. Heute besprechen wir das Tierkreiszeichen Krebs. Im Zeitraum von 22. Juni bis 22. Juli sind die Menschen im Tierkreiszeichen Krebs geboren. Krebsgeborene und auch krebsbetonte Menschen, also jene Menschen, die besonders viel Krebsenergie in ihrem Geburtshoroskop tragen, sind besonders einfühlsame und fürsorgliche Persönlichkeiten. Krebsgeborene und krebsbetonte Menschen empfinden und erleben die Welt mit all ihren Sinnen. Für ihr eigenes seelisches Gleichgewicht ist es wichtig, zu lernen, nicht mit anderen mitzuleiden und in das Leid des anderen einzutauchen, sondern lediglich mitzufühlen. Sie haben die besondere Gabe, Räume und Atmosphären zu schaffen, die zum Wohlfühlen einladen. Krebsgeborene und krebsbetonte Menschen können dieses Potenzial künftig auch im Bereich der Digitalisierung nutzen, wenn es darum geht, emotionale Geborgenheit in digitale Räume zu bringen. So können auch Online-Meetings und digitale Plattformen ein Begegnungsort mit viel emotionaler Verbundenheit werden.
Als Beispiel kann ich hier nennen, dass bereits immer mehr Berufsgruppen ihre Beratungen, Coachings und Sprechstunden unter diesem Aspekt erfolgreich online anbieten. Wenn du mehr über dein Geburtshoroskop und deine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten erfahren möchtest, kontaktiere mich gerne für eine astrologische Analyse unter www.elisabeth-werdl.com. Nächstes Mal besprechen wir die besonderen Eigenschaften des Tierkreiszeichens Löwe. Ich gebe den ein oder anderen wertvollen Input, welche Entwicklungschancen für Löwegeborene und löwebetonte Menschen möglich sind und welche Potenziale künftig bewusster gelebt werden können. Zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Bewegung vor dem Bildschirm, denn diese Woche rollte wieder das runde Leder, und zwar in Langenmann. In der ersten Klasse Murmürz ging es um den Meistertitel und da traf Langenwang auf Trofeiach 2. Und es sollte bei diesem Match nicht nur für den Sieger feuchtfröhlich zugehen. Mit einer Lehre bei den Stadtwerken Kapfenberg gehörst auch du zu den Helden der Zukunft. In der ersten Klasse Murmürz geht es heute zur Titelentscheidung. Langenwang als Tabellenführer trifft auf Trofeiach 2. Gewinnt Langenwang da heute, dann wird, glaube ich, der Meistertitel eingefahren. Wir erwarten ein tolles, spannendes Spiel und schöne Tore. Volksfeststimmung in diesem Meisterschaftseinspiel der ersten Klasse Murmürz da in Langenwang gegen Trofeiach 2. Langenwang braucht einen Dreier und der tolle Besuch, der ist heute auch gegeben. Der Schiedsrichter heute ist Sejat Petkovic und an der Linie Gerhard Kaiser. Ein gutes Schiri-Team. Los geht's. Langenmann gleich mit erstem Angriff. Der Stangelpass da findet keinen Langenwang-Abnehmer. Langenwang macht ordentlich Druck, will die Führung. Heiße Zweikämpfe gibt es einige heute. Einen hochkarätigen Langenwang-Sitzer haben wir da eingefangen. Die jungen Trofeiacher stemmen sich da gewaltig entgegen, sind gut motiviert. Pascal Zierler da im Trofeiachtor, ein junger Keeper mit guten Anlagen. Langenwang da mit gutem Angriff, toller Pass da von Loge auf Socacci. Und der Socacci, der macht das 1:0 für Langenwang in Minute 15. Toll herausgespieltes Tor, toller Abschluss. Heiße Szene im Gästestrafraum. Ja, und da rettet die Stange für die Gäste. Glück braucht man. Ja, und der starke Regen hat eingesetzt. Ein Spielverderber für beide Mannschaften. Das hat nicht gut ausgeschaut. Langenwang holt sich da den gelben Karton.
Loschäfer-Sieb dafür Langenwang, eine hundertprozentige. Und die Langenwanger Möglichkeiten, die häufen sich. Und es klappt doch wieder mit dem Abschluss. Soczaci trifft da wieder für Langenwang zum 2:0. Soczaci schnürt den Dreierpack, macht das 3:0 für Langenwang und das ist auch der Pausenstand. Wusstest du, dass Hunde nicht lesen können? Okay, das kann man sich ja fast denken. Aber wusstest du, dass die Stadtwerke Kapfenberg GmbH eine der günstigsten Tankstellen in der Region betreibt? Falls nein, jetzt weißt du's. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Und Langenwang da gleich mit einem Holzer Traumtor. Marco Holzer hat da getroffen. Und wie? 4:0 steht's für Langenwang. Und nun wird's richtig ungemütlich. Ja, das tut natürlich weh. Jetzt ist das Ganze eine Rutschpartie geworden. Die Ratschitsch-Truppe auch in Hälfte 2 stark unterwegs. Aber die jungen Trofeiacher machen eine gute Figur, kämpfen ganz brav. Langenwang im Torrausch. Soczaci trifft da zum 5:0 für Langenwang. Soczaci da mit dem vierten Tor heute. Und wir sind schon in der Endphase. Christoph Rath trifft da noch zum 6:0 für die Langenwanger. Und das ist auch der Endstand. Langenwang schlägt Trofeiach 2 mit 6:0. Und das 6:0 ist natürlich auch der Meistertitel für die Langenwanger. Wir gratulieren herzlich. Die Freude natürlich ganz groß. Und jetzt gibt's gute Bilder und die genießen wir. Nachdem die Sonnenstunden vom Mai bis jetzt eher bescheiden ausgefallen sind, hoffe ich trotz Schaltjahr auf einen schönen Sommer.
denn ich möchte mich als Moderator von Ihnen in den Urlaub abmelden. Aber keine Angst, Liesingtal Plus gibt es weiterhin alle 14 Tage, denn für Vertretung ist natürlich gesorgt. Mir bleibt jetzt nur Ihnen einen schönen Start in den Sommer zu wünschen und wir sehen uns wieder zur Ausgabe im Juli.